Hat eine Schweinekraft, ist aber auch zugepflastert bis unter das Dach. Da sind wir wieder, endlich, wa? Lange nichts gehört voneinander. Wir sind auf dem YouTube-Channel von King Kalle. Und zwar habt ihr ein Thema für mich rausgesucht, da muss ich mich erstmal so ein bisschen befassen mit. Es geht um Sam Sulek. Und der extrem gut aussehende King Kalle, der wird heute mal was dazu sagen. Der wird ja momentan ziemlich gehypt, ist ja echt jung, der Kerl. Und sieht dafür schon ziemlich gut aus und vor allen Dingen, er ist ziemlich stark. Das kann man ihm nicht abreden. Da habe ich gesehen, der Sam Sulek, ich habe den gesehen, er macht mit 240 Kniebeuge, ziemlich saubere, ziemlich gute, also gut aussehende Kniebeuge. Hat eine Schweinekraft, ist aber auch zugepflastert bis unter das Dach. Das ist aber eigentlich scheißegal, weil wenn das sein Weg ist, dann soll er das machen. Er wird momentan da drüben ziemlich gehypt. Natürlich, die ganzen Bodybuilding-Arsgeier, die greifen sich den jetzt und zerlegen den medial für sich, was ja auch normal ist in dem Game. Sam Sulek, ich weiß nicht, wie alt ist er, 19, 20, irgendwie so ganz junger Rotzbengel ist das auf alle Fälle. Sein Formcheck angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, also gut, er sieht überdurchschnittlich gut aus für sein Alter, aber ist jetzt nicht das Wunderkind, was jetzt... er hat eine kräftige Brust, er hat einen breiten Rücken von hinten. Arme, Beine sind jetzt nicht der Kracher, obwohl da so viel Kraft drin steckt. Und ich weiß ja nicht, ob viele von euch, oder vielleicht liegt es auch daran, dass der heutige Nachwuchs, für den ist das so ein Superhero, so ein Monster. Aber wenn ich mal zurückdenke an meine Zeit und vor meiner Zeit vor allen Dingen, Marco Ketel fällt mir da direkt spontan ein. War als Junior, der war Junioren-Weltmeister übrigens, ein Riesenmonster, da dachte ich, Alter, in dem Alter, wie kann man da so aussehen? Und da gab es den einen oder anderen schon vor 20, 25 Jahren und die hatten auch ihren Hype, das waren die Cracks gewesen, aber wenn ich jetzt das dagegen sehe, dann wird das so ein bisschen überbewertet und natürlich medial zerpflückt. Ich wünsche dem Jungen eine lange, erfolgreiche Karriere. In dem einen oder anderen Fall mal zu bezweifeln ist ein bisschen, weil wenn er schon so früh anfängt, sich so zuzuknallen, dann das muss man sehen, wie talentiert der Körper ist und darauf reagiert. Ne? Es gibt welche, die haben eine lange, erfolgreiche Karriere denn. Und es gibt welche, bei denen es dann 24, 25 hört man von denen nichts mehr, weil sie chemisch kaputt gespielt sind. Würde ja leider gerne sagen, ich gehöre auch zu diesen jungen Talenten von damals, aber ich habe ja extrem spät mit Bodybuilding angefangen. Ich habe ja tatsächlich erst mit 25 angefangen, Bodybuilding zu machen. Davor, wie die meisten oder die mich schon länger verfolgen wissen, habe ich immer schon Leistungssport betrieben und den Hantelsport auch schon begonnen im Kraft-Zweikampf, aber Bodybuilding habe ich tatsächlich erst mit 25 angefangen, also wirklich ziemlich spät. Deswegen kann ich da nicht mitreden, wie es ist, in dem Alter so zugepflastert zu sein. Aber ich weiß, entgegen vieler Theorien von Social-Media-Experten, von sogenannten, entscheidet sich tatsächlich im sehr jungen Alter, ob du ein guter Bodybuilder bist, ob du die Genetik mitbringst und ob du talentiert dafür bist und dich dementsprechend entwickeln kannst. Und das sieht man dann schon mit 19, 20 sollte man schon so einen kleinen Aha-Effekt haben, dann, damit das in die richtige Richtung läuft. Sonst tut es sich sehr schwer und wird sich zäh gestalten und dann wird man versuchen, mit der Brechstange nachzuhelfen. Und das ist es dann auch nicht. Also wie gesagt, Sam Sulek, junges Monstertalent, wünsche ihm alles Gute auf seinen Weg. Bin gespannt, wenn er seine erste Show macht, bei dem vielleicht mal zu den einzelnen Extremitäten oder Körperpartien, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ich hatte schon gesagt, kräftige Brust, obwohl man sieht, dass die genetisch halt ganz anders veranlagt ist wie die normale Brust. Man sieht, wo seine Brustwarzen hängen, die hängen da irgendwo auf halb acht, ganz woanders, wo man sie jetzt vermuten würde bei der Form der Brust. Der Rücken, wie gesagt, ziemlich ausladend. Arme hauen mich jetzt nicht vom Hocker, Beine hauen mich jetzt auch nicht vom Hocker, obwohl die Quadrizeps gut veranlagt sind, aber ihm fehlt halt innen das Fleisch, ne? Innen fehlt ihm Muskulatur, aber dadurch, dass er sehr jung ist, kann er ja da noch ranbasteln, was er will. Davon bin ich überzeugt, dass er das auch machen kann. Strukturell, wenn er da überall Fleisch ranbastelt, wird er ein Monster werden, aber ich glaube, er wird jetzt nie der,
ästhetischste Bodybuilder werden, ne? So, das, also der so in dieses Mr. Olympia-Profil passt, ne? Wenn er gesund bleibt, sich nicht verletzt, kann er da sicherlich irgendwann mal mit rumtun, irgendwann mal, also da ist er noch ganz, ganz weit weg von. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen zu eurer Frage, ne? Sam Sulik, lass mal so stehen, guck mal ab, wie er sich entwickelt und dann, ja, würde ich sagen, war es das zum Thema Sam Sulik vom Kalle. Mehr habe ich da leider für euch nicht an Informationen parat. Okay, also ich wünsche euch was. Bis dahin. Ach so, vergesst nicht, vielleicht noch Werbung in einer Sache. Am 10.09. ist in Lauchhammer im MC Shape, bin ich zugegen und werde dort Rede und Antwort stehen und was zu meiner Vergangenheit, zu meinem Werdegang erzählen, sportlich wie auch so im Leben. Also das mal ganz kurz als Randnotiz für euch. Bis zum nächsten Mal. Peace and Love and Rock'n'Roll, euer King Kalle.